Ich möchte jetzt gerne die Gelegenheit mal nutzen und über ein Buch reden, das völlig vergessen ist. Obwohl ich finde, es würde zu den Grundbüchern der literarischen Moderne in deutscher Sprache gehören. Und zwar speziell auf dem Sektor Reiseliteratur. Der Verfasser heißt Robert Müller. Fast unbekannt. Wurde zeitweilig bekannt an der Seite von Kurt Hiller als einer der Mitbegründer der Strömung, die Aktivismus hieß und wollte, dass gewisse intellektuelle Prozesse sich in Handlungen übersetzten. Und rund um eine Zeitschrift, die Aktion hieß und die in den 10er Jahren auch für Randfiguren des Expressionismus wichtig war. Dieser Robert Müller taucht 1910 auf, hat ein paar weniger wichtige Schriften hinterlassen und verschwindet dann in Amerika, wo er eine Zeit lang Detektiv gewesen sein soll. Dann verlieren sich seine Spuren und man weiß eigentlich über ein Jahr im Leben von Robert Müller nicht, was er gemacht hat. Er kehrt zurück, er schreibt wieder ein paar nicht so wichtige Bücher. Das Beste davon heißt Camera Obscura. Und dann verfasst er einen Roman mit dem Titel Tropen, der Mythos der Reise. Um dieses Buch, das völlig überhitzt, grell, in vielerlei Hinsicht sehr expressionistisch ist, stellt dar die Reise von drei Personen, zwei Männern, einer indianischen hochtätowierten Frau, durch einen Dschungel auf einer fiktiven Schatzsuche. Und was Müller macht, ist erstaunlich, denn er nimmt Wahrnehmungsexperimente in seinen Roman auf. Er deliriert, er erweitert alles Wahrnehmbare. Er bereist das Innenleben ebenso, wie er das äußere Leben bereist. Der Roman Tropen weist schon darauf hin. Tropen, das ist auch die Familie der uneigentlichen Sprechformen in der Lyrik. Also die Metapher zum Beispiel ist eine Trope. Insofern sind sowohl die rhetorischen Formen gemeint, wie auch die geografischen Tropen sind gemeint. Und dieses Buch ist wie in vielerlei Hinsicht so eine Art Quintessenz der Reiseliteratur. Denn hier wird alles verdichtet, was man an Erfahrungen in der Konfrontation mit der Fremde machen kann. Es ist wirklich eine Reise nach innen und ich bin auf das Buch aufmerksam geworden, weil ausgerechnet Robert Musil, der so wenige Autoren geschätzt hat, dieses Buch hervorragend fand und es sehr gelobt hat. Robert Müller hat sich im Jahr 1924 eine Kugel durch den Kopf geschossen, nachdem er ein paar äußerst heikle wirtschaftliche Experimente mit einem Verlag gemacht hatte, damit vollkommen havariert ist. Er hat dann noch 4 Tage lang im Koma gelegen und ist dann gestorben, eine Frau zurücklassend, auch Kinder zurücklassend. Die rechtlichen Verhältnisse seines Schaffens waren vollkommen ungeklärt. Ein Wiener Kellner hat lange Zeit behauptet, er sei im Besitz der Rechte, konnte das nicht beweisen. Das hat aber dazu geführt, dass der Roman sehr lange nicht lieferbar war. Und dann hat der verdienstvolle kleine Igel Verlag sich dran gemacht und hat einfach das Risiko auf sich genommen, diesen Roman wieder publiziert und deshalb kann man ihn heute kaufen. Robert Müller, Tropen, 1915 erschienen, der Mythos der Reise. Ursprünglich waren, glaube ich, 1500 Exemplare gedruckt worden. 2 Weltkriege gingen darüber. Man kann sich vorstellen, wie selten dieses Buch für lange Zeit war.